Er ist einer der berühmtesten Trainer Deutschlands und der Türkei. Erfolgreich, umstritten, zielstrebig. Anders gesagt, immer am Limit. So heißt seine neue Biografie, die kürzlich erschienen ist. Christoph Daum, deutscher und türkischer Meistertrainer. Der Redaktionsleiter Hüder und ich haben heute das große Vergnügen, Christoph Daum in Köln treffen zu dürfen. Wir sprechen mit ihm sowohl über aktuelle Themen im Fußball als auch über seine Biografie und seine Zeit als Trainer in der Türkei. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sport mit Paul. Hüder und ich haben heute die Ehre, hier Christoph Daum zu treffen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, also ich halte eure Aktivitäten für eine ganz, ganz wichtige. Unabhängig jetzt von meinem Buch würde ich mich auch sonst in diesen Dienst dieser Sache gerne stellen. Vielen lieben Dank. Unsere Standardfrage ist bei jedem Interview eigentlich immer, kennen Sie Bottrop? Also ich habe da nicht gewohnt, aber ich bin auch ein Kind des Ruhrgebiets. Insofern kenne ich den Ruhrpott. Ich habe lange Jahre in Duisburg gelebt und natürlich bist du dann auch mal durch Bottrop gekommen, hast dort auch mein Jugendspiel gehabt, ein Fußballspiel gehabt. Und ich glaube, so unterschiedlich ist das Ruhrgebiet nicht. Also Duisburg und Bottrop, das sind nicht unterschiedliche Länder, sondern das ist eigentlich eine Gesinnung, die sich dort abspielt. Insofern würde ich sagen, ja, ich komme aus Ruhrpott und damit auch aus Bottrop. Was ich schon mal sehr interessant finde, Sie sprechen gerade Duisburg an. Da wollte ich eh mit Ihnen mal drüber sprechen. Momentan steht ja Duisburg in der dritten Liga nicht wirklich gut da. Kämpfen um den Abstieg. Ich persönlich, wenn ich sowas sehe, finde ich das sehr, sehr schade, weil ich ja eben auch aus dem Ruhrpott komme und die ganzen Vereine, auch RWE, RWO, die früher sehr bedeutend waren, spielen heute nicht mehr so eine große Rolle und jetzt droht auch Duisburg noch weiter zu sinken. Was denken Sie, wenn Sie das so sehen, wie ein Verein in den letzten Jahren so weit nach unten klettert? Wir könnten eigentlich noch weiter zurückgehen, wenn ich noch, ich bin natürlich etwas älter, jetzt hier erwähne, TSV Marlhöls, das war mal ein wirklich angesehener Verein. Oder gehen wir noch weiter zurück, Soding 08 ist so, dass die Gesellschaft einem ständigen Wandel unterliegt. Und in diesen Wandelsituationen gibt es immer mal einige, die hinten runterfallen, auch Traditionsvereine. Tradition, sage ich immer wieder, ist kein Ruhekissen, sondern es sollte ein Sprungbrett sein, aber es werden dann eben einige Trends der Zeit nicht rechtzeitig erkannt und umgesetzt oder es ergeben sich auch gesellschaftlich gesehen andere Freizeitaktivitäten, die Sponsorengelder werden anders verteilt. Das hat ja auch immer etwas alles mit dem Finanzrahmen zu tun. Und dann kommen einige Vereine in Schieflage. Also was wir jetzt beim MSV beklagen, also ich kenne ja nur den Meidericher SV. Ja, ich bin noch zur Westender Straße gegangen. 1963, als die Bundesliga ins Leben gerufen worden ist, das ist der Meidericher SV Zweiter geworden, deutscher Vizemeister zur Gründung der Bundesliga und die Zebras. Und dieses Lied, Zebrastreifen, weiß und blau, das halte durch die Republik. Aber wie gesagt, diese Tradition und alles, was damit in Verbindung steht, muss ein Sprungbrett sein, um das zu nutzen. Was sollen Vereine wie Kaiserslautern sagen? Was sollen andere Vereine, die jetzt in der Schieflage sind, sagen? Ich wünsche nur MSV Duisburg, dass sie erstmal den Klassenerhalt sichern, sich dann wieder neu aufstellen und dann wieder in absehbarer Zeit mittelfristig auch wieder in den Fokus des bezahlten Fußballs, sprich der zweiten Liga, zurückkehren. Sehen Sie denn generell die Entwicklung des Fußballs in den letzten Jahren als sehr gefährdet, also auch was das Finanzielle angeht? Es sind ja unfassbare Summen, die mittlerweile bezahlt werden.
Also ich sehe da eine sehr große Gefahr drin, dass es irgendwann in eine ganz andere Richtung driftet und es irgendwann nichts mehr mit Fußball zu tun hat. In welche andere Richtung soll es denn driften? Das ist mir zu allgemein, diese Aussage. Wir müssen natürlich hier auch differenzieren zwischen dem professionellen Hochleistungssport, das ist mittlerweile eine Unterhaltungsindustrie, und den über 6 Millionen Freizeitfußballern, Amateurfußballern, Jugendfußballern. Dort wird mit sehr viel Begeisterung und Leidenschaft Fußball gespielt. Und ich weiß natürlich, dass immer wieder vom Spitzenbereich eine gewisse Vorbildwirkung ausgeht, die natürlich durch die voranschreitende Kommerzialisierung hier und da auch zu einer gewissen Entfremdung von der Basis führt. Da stimme ich wieder überein. Da müssen wir aus dem obersten Leistungsbereich wieder sukzessive auf die Basis zugehen, müssen die Basis mehr einbinden, müssen in den Fan-Dialog treten. Wir müssen wieder ja, die anfassbaren, die nahbaren Vorbilder sein, die wir eigentlich früher waren. Wenn ich mich daran erinnere, ja, diese Fannähe, die ich noch aus den 60er, 70er Jahren kenne, die hat sich etwas verändert. Und insofern sage ich richtig, wir müssen unserer Vorbildwirkung im Profifußball bewusst sein und die Basis, den Nachwuchsbereich, den Amateur, den Freizeitfußballbereich viel stärker unterstützen und wertschätzen. Aber es hat sich im obersten Profibereich eben auch ein unheimlicher Wettbewerb ergeben, wo es eben nicht mehr nur alleine um die regionale Bedeutung geht, sondern die internationale. Und da werden natürlich Summen aufgerufen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich hatte schon meine Probleme, wenn ich Ablösesummen von 100 Millionen gehört habe, die konnte ich nicht mehr nachvollziehen. Und wenn ich jetzt heute 200 Millionen höre, dann wird es mir schwarz vor Augen. Aber es gehört mit dazu, zu diesem obersten Profibereich. Und es sind Ausnahmesituationen, die man jetzt nicht verallgemeinern soll. Und die überwiegende Mehrzahl, die Fußball spielt, die verdient damit kein Geld. Das sollte man uns immer wieder bewusst machen. Ein weiteres aktuelles Thema ist ja momentan der Youngster bei Dortmund, Youssoupha Moukoko, der jetzt gerade erst 16 geworden ist und jetzt schon die ersten Profispiele bestritten hat. Finden Sie persönlich, dass generell diese Verjüngung auch im Profibereich, dass es gefährlich werden könnte, vielleicht weil er einen Höhenflug bekommen könnte oder generell? Also einen Höhenflug kannst du in jedem Alter bekommen. Also, da sind die Alten Das nicht stimmt, ja. vorgefeit und genauso wenig die Jungen. Aber das Wichtige ist ja dabei, wie nehme ich eine gewisse Situation wahr? Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit und auch ein entsprechendes Umfeld, was sich immer auf dem Boden hält. Und wir unterstellen jetzt hier einfach, dass auch mit fortschreitenden Alter sich auch die Persönlichkeit entsprechend stabil entwickelt. Und das kann natürlich bei einem Jugendlichen noch nicht so ausgebildet sein. Aber wie gesagt, Einzelfallbetrachtung ist hier angesetzt. Wie ist das Umfeld dieses Spielers familiär, vereinsmäßig und wie geht der Spieler selber mit der Situation um, da jetzt allgemeingültig eine These abzuleiten und zu sagen, oh, das ist viel zu gefährlich, dass wir jetzt das Alter, und wir haben ja jetzt auch nicht eine Revolution eingeleitet, indem wir es um ein Jahr gesenkt haben, denn vorher war es ja 17, jetzt haben wir es auf 16 reduziert. Und wir haben auch dann gesagt, wir wollen immer eine Einzelfallprüfung haben. Wir wollen also jetzt nicht generell sagen, dass der 16-Jährige schon im Seniorenbereich spielen kann, sondern wir wollen uns da wirklich den einzelnen Spieler genau anschauen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich in der Türkei bei Bursaspor war, stand ich auch in einer Situation,
16-Jährigen in der Super League spielen zu lassen. Das war Enes Ünal. Das ist der jüngste Torschütze in der Geschichte des türkischen Profifußballs, der heute in Spanien spielt, der dann von Bursa wegging, in England, in Holland, in Belgien gespielt hat, jetzt zur Nationalmannschaft gehört. Und ein junger Mann, der mit dieser Situation sehr gut umgehen konnte und eine erfolgreiche Profilaufbahn eingeschlagen hat, der also da keine Nachteile hatte, dass er in sehr jungen Jahren schon im Profifußball aufgetreten ist. Der muss natürlich auch mit dem Hype umgehen. Man muss sich vorstellen, dann kommen natürlich gleich auch Werbeverträge auf dich zu. Die Werbeverträge sind oft höher als das, was der Verein diesen Jugendlichen an Entschädigung zahlt. Weil der kommt noch aus dem Nachwuchsbereich. Dort hat er eigentlich wenig bis kein Geld bekommen. Wir haben ihn im Profibereich übernommen. Das bedeutet natürlich auch am Anfang, sagen wir mal wieder, dann erster Vertrag, den du machst, ist der geringste Vertrag. Und dann kommen auf einmal von allen Seiten, ah, hier haben wir einen Blutchip, einen Jungen. Das ist für uns sehr, sehr gut, wenn Jugendliche sich mit denen identifizieren, unsere Produkte kaufen. Und jetzt sind die Sekundäreinnahmen, die eigentlich nichts mit seiner Leidenschaft für den Fußball zu tun hat, auf einmal bedeutsamer als das, was du im Fußball einnimmst, das musst du mit den Heranwachsenden sehr gut besprechen und musst ihn auch auf der Karriere so begleiten, dass eben immer entsprechende Prioritäten gesetzt werden und dass es nicht jetzt in einen Kreislauf reingeht. Ich habe es geschafft, ich habe jetzt Einnahmen, ich bin ein Star, ich bin bedeutsamer als vielleicht der ein oder andere Mitspieler. Da mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben, ist eine ständige Herausforderung für alle Personen, die um diesen Jugendlichen herum sind. Ein letztes aktuelles Thema möchte ich noch mal kurz ansprechen. Vorletzte Woche wurde ja entschieden, dass nun Jogi Löw weiterhin unser Bundestrainer bleiben möchte. Ich persönlich sehe das ein bisschen kritisch, aber sehe auch immer noch die guten Zeiten, zum Beispiel 2014, wo wir die Weltmeisterschaft geholt haben. Können Sie die Entscheidung des DFBs gut nachvollziehen? Solche Entscheidungen laufen natürlich auch immer wieder unter der Betrachtung der aktuellen Situation ab. Und da spielt natürlich das 6:0 gegen Spanien eine ganz wichtige Rolle, ein Negativergebnis sondergleichen. Und da gibt es hier natürlich auch eine sehr kritische Diskussion raus. Und Joachim Löw stellt sich eigentlich intern dieser Diskussion. Okay, warum er es nicht mehr extern macht, ist seine Art und Weise, wie er das eigentlich in der Vergangenheit immer gemacht hat. Wir haben so eine Situation 2012 gehabt, als wir bei der Europameisterschaft gegen die Italiener ausgeschieden sind, dass er sich dort auch bedeckt gehalten hat. Wir haben das gesehen nach dem Vorrunden aus 2018 bei der WM in Russland, dass er sich bedeckt gehalten hat. Und eigentlich auch jetzt führt er eigentlich dieses Verhalten nur fort. Intern wird sehr kritisch diskutiert, das weiß ich von den Beteiligten. Aber was sollst du denn jetzt in der Öffentlichkeit groß erklären, sagt sich der Joachim Löw, ist sowieso alles falsch, was ich jetzt sage. Es wird sowieso alles zerrissen und es gibt kaum positive Unterstützung, bis auf das, was er natürlich auch so ein bisschen fast schon Mitleid, habe ich aus ihren Worten so mit rausgehört. Ja, der hat ja vergangene Verdienste, aber das zählt ja jetzt alles nicht mehr. Wir sind ja heute hier aktuell und aktuell haben sie 6:0 verloren. Weg mit ihm. Also insofern eine klare Stellungnahme. Kann man so machen, ist richtig. Aber gehen wir wieder einen Schritt weiter. Wer soll es machen? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Nächste, der es jetzt macht, der hat wieder diese Spieler, die wir jetzt haben. Also er wird keine neuen Spieler aus den
Hut zaubern. Und das, was sich im Augenblick im Fußball abspielt, ist natürlich auch unter den massiven Corona-Einschränkungen mit zu sehen, wo eigentlich überhaupt nicht mehr an ein Training zu denken ist, wo die Spieler durch diese ganzen Spielpläne, durch die ganzen Hygieneauflagen in ihrer Belastungsfähigkeit extrem gefordert sind. Und dann gibt es eben auch solche Situationen im Nations Cup, den man als einen völlig überflüssigen Wettbewerb angesehen hat, als er ins Leben gerufen worden ist. Nur heute, weil du eben namhafte Gegner hast, wird er auf einmal gehypt. Es ist wieder natürlich auch eine Unterhaltungsindustrie, die bedient werden will. Und die UEFA, die Sponsoren, wollen natürlich auch, dass wir mit einer entsprechenden Wertschätzung und Anerkennung gegenüber diesem Wettbewerb auftreten. Ich muss sagen, okay, ich bin jetzt kein Nationaltrainer und habe damit nichts zu tun. Für mich ist das alles völlig überzogen. Das ist ein überflüssiger Wettbewerb, Nations League, reiner Money-Making-Prozess. Und die Spiele werden wieder zusätzlich enorm gefordert. Natürlich auf sehr hohem Niveau. Für mich sind das alles Testspiele auf hohem Niveau, wo der Bundestrainer eigentlich die Möglichkeit haben soll, Rückmeldungen über mögliche Talente, zukünftige Spieler zu bekommen. Nur unter dieser medialen Betrachtung dass man diesem Wettbewerb eine Bedeutung gibt, den er für mich nicht hat, auch wenn die anderen Nationen den sehr, sehr ernst nehmen. Ich würde sagen, Leute, hängt diesen Wettbewerb nicht zu hoch. Lasst da den Bundestrainer Spieler auf hohem Niveau testen, die vielleicht in Zukunft für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Und das Ergebnis ist völlig sekundär. Die Leistung ist primär. Und da könnte der Nationaltrainer auch für zukünftige Nationalspieler etwas aufbauen, eben unter Wettkampfbedingungen, die für die Entwicklung eines Spielers sehr wichtig sind. Aber hängt diese Sache nicht zu hoch, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt einen Trainerwechsel vornehmen würdest, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, die nächsten Monate bis im März kommt die Nationalmannschaft sowieso nicht zusammen. Dann hat dieser neue Trainer ein paar Trainingseinheiten. Dann hat er schon wieder in dieser März-FIFA-Periode seine Testspiele. Ja, dann muss er in der kurzen Vorbereitungszeit am Ende einer, maximal belastenden Saison unter diesen ganzen Corona-Bedingungen, dann muss er die Mannschaft auf der Europameisterschaft vorbereiten. Eine völlig undankbare Aufgabe. Von daher sagt man jetzt, der Joachim Löw, der hat diese Mannschaft aufgebaut, der hat gewisse klare Vorstellungen. Lass den Trainer diese Europameisterschaft im nächsten Jahr mit dieser seiner Mannschaft, mit seinen Vorstellungen spielen und nicht jetzt einen Trainerwechsel vornehmen, der mit sehr vielen Risiken verbunden ist, also der es jetzt übernimmt. Der kommt in eine sehr prekäre Situation, die möchte man vielleicht auch keinen anderen zumuten. Man ist der Überzeugung, Joachim Löw kann am besten diese schwierige Situation handhaben und wir wollen nach der Europameisterschaft abrechnen und auch dann wieder eine neue Entscheidung treffen. Insofern sehe ich das als eine sehr logische Sache an. Theoretisch ist natürlich ein unheimlicher Unmut da, der ist belegbar. Aber wenn man das wieder praktisch umsetzt, dann werden, glaube ich, mehr Fragen aufkommen, als du Antworten erhältst. Und nur einen Wechsel vorzunehmen des Wechselwillens ist für mich keine Lösung.
Vielleicht hätten Sie ja Lust, die Nationalmannschaft zu übernehmen. Es geht hier nicht um eine Lustsache. Es geht hier darum, dass wir hier mit der Nationalmannschaft natürlich auch ein Aushängeschild des deutschen Fußballs haben, was alle Fußballfans in einer gewissen Art und Weise verbindet. Also ich kann mich erinnern an 2006, war gigantisch. Da ging eigentlich ein Hype los, der dann seinen Höhepunkt hatte. 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien und hat einen empfindlichen Dämpfer dann 2016 erfahren, der sich 2018 fortgesetzt hat. Und wir müssen wieder der Nationalmannschaft den Stellenwert geben, diese Mannschaft in Deutschland verdient hat. Und dementsprechend müssen wir auch auf die Fans wieder zugehen. Wir müssen mehr öffentliches Training machen. Wir müssen uns dort auch in einer Art und Weise präsentieren, wo der Fan wieder sagt, Mensch, die Spieler, die da spielen, die haben alles gegeben. Die haben sich für mich eingesetzt. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist der Fan auch bereit, eine Niederlage mitzutragen. Aber wenn man sich so hängen lässt und so aufgibt, wie das gegen Spanien der Fall war, was eine völlige Ausnahmesituation war, fast schon Auflösungserscheinung, konnten wir erkennen. Da stellt man sich natürlich die Frage, ob das alles noch in die richtige Richtung sich entwickelt. Richtig. Auch von mir ein Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Ich habe Ihre Biografie lesen dürfen. Ich fand es extrem spannend, weil Sie tatsächlich, wie es der Titel halt auch verrät, immer am Limit waren. Und die unterschiedlichen Stationen, auch die Geschichten dahinter, fand ich total spannend. Eines der Voraussetzungen von Ihnen war, als Sie in Österreich waren und Fenerbahce Sie abwärmen wollten, dass die erstmal alte Schulden bei Kumpel von Ihnen begleichen, oder? Ja, war eine sehr merkwürdige Situation. Das heißt, ein Hotelbesitzer in Going, der Stangewirt, der Herr Hauser, hatte Fenerbahce im Sommertrainingslager zu Gast und es war eine sehr hohe Rechnung aufgelaufen und der Veranstalter dieses Trainingslager, der hat Insolvenz angemeldet. Den gab es nicht mehr aufgelöst und der Hotelier blieb auf einer sehr hohen Summe sitzen, die für ihn auch existenziell war. Und dann, ich war dort mit Franz Beckenbauer und mit anderen zusammen, die um Hilfe gebeten hat, aber keiner konnte irgendetwas bewirken, weil Fenerbahce einen Vertrag mit einer Agentur abgeschlossen hatte, der besagte, ihr übernehmt unsere Kosten und wir machen dafür als Gegenleistung Freundschaftsspiele. Und bei so einem Freundschaftsspiel mit Fenerbahce kommen auch ruckzuck Einnahmen im sechsstelligen Bereich. Das heißt, wenn ich ein Freundschaftsspiel mit Fenerbahce in Deutschland zur damaligen Zeit gemacht habe, dann habe ich hinterher auch Einnahmen von weit über 100.000. Wenn ich zwei Spiele mache, dann kann ich meine Kosten im Trainingslager mit den Einnahmen der Freundschaftsspiele bestreiten. Nur die Firma, die das organisiert hat, wie gesagt, die hat alles vereinnahmt und danach Konkurs angemeldet. So, wie kommt jetzt der Hotelier an sein Geld? Der Franz Beckenbauer hat für einen Cengiz Erzik, das war der Präsident des türkischen Fußballverbandes, versucht, dort auf Fenerbahce einzuwirken. Und auch ich, als ich die Gespräche mit Fenerbahce hatte, habe das angesprochen. Und auch da hat man mich mit großen Augen angeschaut, hat gesagt, was willst du denn? Wir haben unsere Vertragspflichten erfüllt. Wir haben keinen Vertrag mit dem Hotel unterzeichnet, sondern der Veranstalter. Und gegenüber dem Veranstalter haben wir unsere Leistung erbracht. So, was haben wir mit dem Hotel zu tun? Und wenn diese Agentur Konkurs anmeldet, sollen sie sich bei dieser Agentur schadlos halten, aber nicht bei uns. Und dann habe ich eben die Situation erklärt, dass Fenerbahce eben einer der weltgrößten Vereine ist und dass es für das Image dieses Vereines eben sehr wichtig ist, dass er auch in so einer Situation für den Geschädigten ein offenes Ohr und ein Herz haben, obwohl sie überhaupt nicht dafür verpflichtet sind.
Und insofern habe ich gesagt, bitte setzt euch mit diesem Hotel auseinander, einigt euch in irgendeiner Art und Weise, was für beide Seiten tragbarer Kompromiss ist, dass die natürlich nicht alle ihre Kosten erstattet bekommen können, war für mich genauso klar, wie das Fenerbahce eben aus Kulanz heraus. Also es gab keine rechtliche Verpflichtung. Der einzige Druckmittel war ich. Ich habe gesagt, ich unterschreibe erst, wenn ihr euch mit denen geeinigt habt. Das war sicherlich ein Novum und einmalig in der Fußballwelt, dass ich mich da in dieser Art und Weise eingesetzt habe. Ich muss aber auch sagen, ich hatte mit Fenerbahce Partner auf der anderen Seite, die das nachher, sagen wir, mit unterstützt haben, aus Kulanz dort, wo sie überhaupt nicht zu verpflichtet waren, in Erscheinung zu treten und diesem Hotel einen sehr, sehr hohen Betrag an den ausstehenden Zahlungen zu ersetzen. Wie gesagt, ohne Verpflichtung ziehe ich heute noch einen Hut vor Fenerbahce. Sie mussten das nicht machen. Sie haben ja den türkischen Fußball extrem geprägt, also einmal in den 90ern mit Beşiktaş, aber dann halt vor allem auch in den 2000er Jahren bei Fenerbahçe. Also bis heute, das habe ich bei der Vorrecherche gesehen, sind halt Geschichten, die Spieler mit Ihnen erlebt haben, kriegen auf YouTube noch tausende von Klicks. Unter anderem hat der Abwehrspieler Servet Çetin, den Sie wohl auch entdeckt haben, nach Fenerbahçe geholt haben, erzählt, dass sie ihm versprochen hätten, dass er Stammspieler wird. Er hat in der ersten Woche nicht gespielt, in der zweiten Woche nicht gespielt, in der dritten Woche nicht gespielt. Und in der vierten Woche hat er Deutsch gelernt und hat quasi ihr Trainerzimmer gestimmt. Hat dann gesagt, Mr. Daum, wann darf ich spielen? Und erst dann haben sie ihn spielen lassen, eine Woche später quasi im Spiel gegen Galatasaray. War Ihnen so ein Einsatz wichtig? Haben Sie auf solche Momente von Spielern gewartet, gerade in der Türkei? Also die Aussicht, Stammspieler zu werden, die muss ich natürlich jeden Spieler, den ich verpflichte, mitgeben. Damit ist keine Zusage, kein Datum in den Raum gestellt, sondern ich verpflichte einen Spieler wie den Servet, weil ich seine Entwicklungsmöglichkeit sehe und dann eben an der Verbesserung seiner individuellen Qualitäten arbeite und auch an der Integration in die Mannschaft arbeite. Bei einem geht eben das alles sehr schnell vonstatten, bei einem anderen Spieler dauert das etwas länger. Nur eins bringen diese jungen Spieler überhaupt nicht mit, und das ist Geduld. Ja, es ist nicht unbedingt die Stärke meiner türkischen Spieler, Geduld an den Tag zu legen, und so war es eben auch bei Servet. Der hat schon aufgrund, sagen wir, seiner körperlichen Präsenz gedacht, das reicht aus, dass ich spiele. War ja über 1,90 und war ein Kleiderschrank, wie wir so sagen. Und es war nicht so einfach, an denen vorbeizukommen. Aber was das Stellungsspiel anbelangte, was den Spielaufbau anbelangte, es gab viele Dinge, wo er noch sehr meint, er könnte das alles mit seiner Physis lösen, aber du kommst dann auch in Situationen rein, wo du auch eine taktische Intelligenz brauchst, und da muss man eben daran arbeiten. Und diese Ungeduld, ja, Trainer, wann spiele ich denn, die gab es eigentlich von vielen Spielern, ein ständiger Wegbegleiter in meinem Trainerberuf, und so war es eben auch bei Servet. Der wollte, hat mir in den Hufen geschart, ich will jetzt spielen, ich bin so weit und so weiter. Klar, also diese Forderung zu spielen, die haben viele Spieler gestellt, nicht nur Servet. Und irgendwann, wenn du als Trainer eben siehst, aha, jetzt hat er diesen entscheidenden Schritt gemacht, oder jetzt muss ich ihm auch mal die Möglichkeit geben, in der ersten Mannschaft in einem Pflichtspiel mitzuwirken, damit er da auch eine Rückmeldung bekommt, die etwas anders ist als die Rückmeldung, die er vielleicht in Freundschaftsspielen oder in Trainingseinheiten bekommen hat. Ist nochmal was anderes, wenn du ein Pflichtspiel hast. Und dann muss ein Spieler eben auch, dann wenn du meinst, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, auch in die Startformation mit reinbringen, ihn aber gleichzeitig
verdeutlichen, dass es kein Freibrief ist, sondern dass du erwartest, dass er sich weiterentwickelt. Aber das war bei Servezzo ein sehr wissbegieriger Spieler, vergleichbar für mich vielleicht so mit Alpay, den ich in sehr jungen Jahren hatte, auch ein Spieler, der unheimlich an sich gearbeitet hat und sich unglaublich verbessert hat. Also ich war zufrieden und stolz, Servette ein Stück auf seinem Karriereweg formen und begleiten zu dürfen. Also sportlich und menschlich ein toller Typ. In der Türkei, gerade in der Türkei müssen sie, glaube ich, halt auch immer am Limit gehen. Und da kann man heute quasi der Star sein und morgen fällt man sofort weg. Und ich glaube, einer der wenigen Spieler in der Türkei, der es geschafft hat, quasi immer der Star zu bleiben, war Alex de Souza, der, glaube ich, auch ihr Spieler war. Den sie sogar noch dazu geholt haben, der dann wohl angeblich laut Medienberichten die Missgunst des Präsidenten gefallen sei. Glaube ich überhaupt nicht. Also ich bin mit Alex de Souza heute noch in Kontakt und die Wertschätzung, die Aziz Yıldırım Alex entgegengebracht hat, die ist heute noch genauso ungebrochen hoch wie zu der Zeit, als wir ihn verpflichtet haben. Aber es gab in dem Verein eben auch Personen wie Aykut Kocaman, der war Cheftrainer, der diese dominante Spielerpersönlichkeit eben nicht handeln konnte. Und weil er mit dem nicht so gut zurechtkam, haben sich natürlich enorme Spannungen ergeben. Oder auch der Bruder vom Präsidenten, der auch sehr auf der Seite vom Aykut Kocaman war, der Ali Yıldırım, der auch sehr nah an der Mannschaft dran war, hat es eben auch nicht verstanden, da ausgleichend und steuernd mitzuwirken. Insofern hat sich eben da dann eine gewisse Spannung, ein Konflikt, eine Kluft zwischen Alex und einigen verantwortlichen Personen von Fenerbahce ergeben. Aber ich glaube nicht, dass das Aziz Yıldırım recht war. Er war damals sicherlich enttäuscht von dieser Entwicklung, weil er sehr große Stücke auf Alex de Souza immer gehalten hat und hat dann auch intervenierend eingegriffen, um den Alex wirklich zu unterstützen. Aber es war sehr, sehr schwierig in dieser Konstellation mit Aykut Kocaman. Was ich noch persönlich wissen möchte, was ist das für Sie für ein Gefühl gewesen, wenn Sie auf so ein Derby bestritten haben, Galatasaray gegen Fenerbahce zum Beispiel? Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie das Stadion betreten und alle rasten aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin in erster Linie aufgefordert, meine Mannschaft bestmöglich vorzubereiten und diese ganzen Rahmenbedingungen möglichst außen vor zu lassen. Meine Spieler aufgabenorientiert einzustellen, wie wird der Gegner spielen, mit welchen Gegenspielern hast du es zu tun, mit welcher Spielentwicklung hast du es zu tun, wie wollen wir uns organisieren. Und für mich war es immer wichtig, dass ich in diesen Hexenkessel meine Spieler mit einer taktischen Disziplin ausstatte, weil in dieser aufgeladenen emotionalen Atmosphäre, die natürlich auch die Woche vor dem Derby von den Medien befeuert worden ist, das kann man sich nicht hier richtig ausmalen, welche martialischen Bilder, Headlines, Berichterstattung, provokante Dinge dort geäußert worden sind, die Atmosphäre wirklich aufgeladen oder vielleicht könnte man auch hier sagen, vergiftet haben. Und da war es für mich natürlich immer wieder ganz wichtig, die Spieler so einzustellen, dass sie im Türkischen, habe ich es immer genannt, Kendini-Kontrolle, Selbstkontrolle zu haben und nicht sich von diesen Zuschauermassen infizieren zu lassen, weder in der Form der Provokation,
Ja, also dass du auf einmal, wenn du da beschimpft worden bist, Gegenstände flogen auf das Spielfeld, Reaktionen gezeigt hast, sondern da musstest du eiskalt einen Tunnelblick an den Tag legen und nur den eigenen Mannschaftserfolg und die eigenen Aufgaben, die du in der Mannschaft zu erfüllen hast, im Blick behalten. War sehr, sehr schwierig, ist oft nicht gelungen. Auch meine Spieler sind dann in dieser aufgewühlten Atmosphäre in der Art und Weise mit untergegangen, dass auch ich dann Spieler hatte, die völlig unnötige Platzverweise kassiert haben. Und von daher war es für mich eigentlich eine Freude, diese Stimmung zu erleben. Das ist wirklich eine wahnsinnige Atmosphäre, wenn du rauskommst, Spiel soll beginnen und das ganze Stadion pulsiert, die Fans hüpfen und springen auf den Rängen und das überträgt sich natürlich auf die gesamte Betonschüssel, auf das ganze Stadion. Du hast diese Vibration, diese Stimmung körperlich gespürt und dann immer wieder deine Spieler zu einer größtmöglichen Selbstkontrolle, taktischen Disziplin anzuhalten. Das war immer eine riesen Herausforderung, die mir Gott sei Dank in der Mehrzahl der Situationen gelungen ist, aber nicht immer. Manchmal haben auch dann meine Spieler einen Kontrollverlust gehabt und haben sich mitreißen lassen. Aber insgesamt, wenn ich die ganzen Derbys Revue passieren lasse, habe ich da eine sehr positive Bilanz vorzuweisen. Also ist es mir eigentlich ganz gut gelungen, meine Spieler aufgabenorientiert einzustellen. Zu emotionalisieren brauchte ich keinen mehr. Die waren schon bis unter die Haarspitzen, waren die mit Adrenalin geladen. Gibt es denn ein Spiel, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist in der Türkei? Also positiven oder negativen Erinnerungen verbunden? Es gibt natürlich immer wieder so Spiele, ich kann mich daran erinnern, als ich zum ersten Mal mit Beşiktaş 1993, 94 gegen Trabzon gespielt habe, Trabzonspor. Für mich eigentlich ein Gegner, der war schlagbar, aber ich kriegte so die Spannung im Verein, ey, Trabzon, da ins Schwarze Meer zu fahren, da haben wir die letzten Jahre nicht mehr gewonnen, wird ganz schwierig, aufgewühlte Atmosphäre. Trabzon, ich habe mir die Mannschaft angeguckt, die schlagen wir. Oh, stell dir nicht so leicht vor. Nee, sage ich, leicht stelle ich mir das nicht vor, aber wir werden genau die richtigen taktischen Maßnahmen ergreifen und wir werden das Spiel mit 11 Feldspielern beginnen und auch mit 11 beenden und nicht durch einen sinnlosen Platzverweis unsere Gewinnchancen minimieren. Und ich kriegte so mit, wie alle mit einer gewissen Anspannung da nach Trabzon gefahren sind. Die kannte ich ja überhaupt nicht. Wir haben dann auch da gewonnen, aber ein extremes Spiel, also Zuschauer haben Sitze rausgerissen, aufs Spielfeld geworfen, Plastiksitze wurden verbrannt, also es war für mich eine Situation, die hatte ich in dieser extremen Art und Weise zuvor nicht erlebt. Und dann habe ich auch gewusst, aha, Derbys stehen hier unter einem ganz anderen Stern, da musst du wirklich total fokussiert und konzentriert über die gesamte Spielzeit bleiben, sonst wirst du da nicht als Sieger vom Platz gehen. Und diese Erfahrung zu sammeln, welcher Fanatismus, das ist ja gar nicht mehr Begeisterung, welcher Fanatismus da von den Rängen auf das Spielfeld runterkommt, ist extrem. Und ich kann mich einmal erinnern, wie wir dann gegen den Angstgegner Trabzon mit Beşiktaş 5:0 gewonnen haben, in deren Stadion. Das war ein Ausnahmezustand. Wir mussten anderthalb Stunden im Stadion bleiben. Es gab Tumulte, nicht nur innen, sondern im Stadion, sondern auch außerhalb. Ja, ich gesagt, das darf doch gar nicht wahr sein. Und wir sind dann mit kleinen Ottobus oder Minibus
zum Flughafen gefahren worden mit vergitterten Scheiben, weil die Menschenmenge war immer noch aufgebracht und ja, es ergaben sich da Tumulte. Das war für mich eine neue Welt. Sie bezeichnen ja häufiger die Türkei als Ihre zweite Heimat. Und dann würde ich gerne konkret wissen, was lieben Sie an der Türkei und an den Türken? Ja, ich bezeichne die türkischen Mitbürger als meine Schwestern und Brüder, weil ich dort eine Herzlichkeit kennengelernt habe, die mich tief beeindruckt hat. Eine Hilfsbereitschaft, ein Zusammenhalt, der wirklich grandios war. Und ich habe mich natürlich auch sehr stark mit der türkischen Kultur, Lebensweise, Mentalität identifiziert. Ich habe sehr schnell, was in der Türkei sehr wichtig ist, als Geste, die Nationalhymne vor den Spielen mitgesungen, um damit auch zu verdeutlichen, hier, ich arbeite nicht nur hier, sondern ich bin auch mit einer von euch. Ich habe mich im sozialen Bereich engagiert, ob es der Bau eines Waisenhauses nach dem großen Erdbeben, im Erdbebengebiet in Yalova, nicht weit von Istanbul, oder ob es um die Lösemili Çocuklar klar ging, das heißt die Kinderkrebshilfe, eben auch um Gruppen in der Gesellschaft, die unsere Unterstützung brauchen. Und die Türken sind unheimlich hilfsbereit, unglaublich. Also wie die diese ganzen Projekte unterstützt haben und wie stark diese Nächstenliebe war, das hat mich unheimlich fasziniert. Und in den entlegensten Winkeln der Türkei, selbst wenn man mich in der Anfangszeit noch nicht kannte, eine Einladung zum Fladenbrot, zu Joghurt oder zum Chai, die gehörte überall zur Tagesordnung, war eine Selbstverständlichkeit, wo hier, wie ich das kannte, in unserem Land Türen zubleiben. Aha, ist ein Fremder, weg, Tür zu. Nee, ich war ja auch ein Fremder. Tür auf, komm rein. Hoş geldiniz, herzlich willkommen. Und selbst wenn wir nicht viel hatten, wie gesagt, für Joghurt, Fladenbrot und Chai hat es immer gereicht. Und das hat mich so tief beeindruckt, wie die Menschen oft unter einfachsten Verhältnissen gelebt haben, aber immer bereit waren zu teilen. Oder wenn ich jetzt sage, die Türkei hat eine Wirtschaftskrise, wo alle hier in Westeuropa, wer weiß, wie jammern. Da sind die Türken ruhig geblieben, haben gesagt, so, okay, haben wir jetzt eine Krise, dann kommt eben ein bisschen mehr Wasser in die Suppe, wird die Suppe eben ein bisschen gestreckt, aber wir werden schon alle über diese Krise hinauskommen, wo hier apokalyptische Szenarien aufgebaut werden, wurde da immer wieder eine Nächstenliebe praktiziert und eine Zuversicht geäußert. Und insofern muss ich sagen, ja, das hat mich tief beeindruckt, auch die Bereitschaft zu teilen, die wir kennen, vor allen Dingen durch Kurban Bayram. Man muss das natürlich erstmal kennenlernen, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesen Opfertagen. Dieser Gedanke, wirklich Lebensmittel mit anderen zu teilen. Und wie die Begegnung dann auch mit unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft war, ja, das war für mich neu, beeindruckend. Und darum habe ich die Türkei in mein Herz geschlossen und bezeichne heute eben die Türkei als Ikinci Vatanım, was so viel heißt wie zweite Heimat. Sie haben das ja gerade auch angesprochen mit der Nationalhymne. Das hat ja auch vor kurzem oder vor einigen Jahren auch in Deutschland zu einer riesen Debatte geführt rund um Mesut Özil herum. Wie stehen Sie dazu? Würden Sie Özil empfehlen, wenn er für die deutsche Nationalmannschaft wieder spielen soll, dass er dann mitsingt oder dass er es einfach für sich selbst entscheiden soll? Also diese Diskussion haben wir häufiger geführt. Muss ein Nationalspieler die Nationalhymne mitsingen? Viele sagen, ja, das ist ein ganz starkes Identifikationszeichen und da sollte doch Nationalspieler B
bitte beherzigen. Trotzdem haben wir die Situation, dass es eben einige Nationalspieler gibt, die die Nationalhymne nicht mitsingen. Nicht jetzt Mesut Özil als einzigen herausschreien. Es waren einige, die nicht mitgesungen haben. Und wir in unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung haben eben gesagt, es kann nicht verpflichtend das Mitsingen der Nationalhymne eingeführt werden. Es gab da sehr kontroverse Diskussionen. Einige meinten, das sollte so sein. Andere haben gesagt, nee, also Identifikation mit der Mannschaft hat nichts mit dem Mitsingen der Nationalhymne zu tun. Kann ich auch verstehen. Wir haben dann gesagt, das Mitsingen ist eine individuelle Sache, die soll jeder Spieler für sich alleine entscheiden, aber wir machen das jetzt nicht verpflichtend, so nach dem Motto, wer die Nationalhymne nicht mitsingt, der hat kein Recht zu spielen. Dagegen haben wir uns ausgesprochen und ich muss sagen, dem kann ich mich anschließen. Ich finde es auch besser, wenn man die Nationalhymne mitsingt. Also die türkische war ja noch nicht mal meine. Nur, ich kann sagen, in dieser Anspannungssituation hat das Mitsingen für mich so ein bisschen zu einer Entspannung beigetragen, die für mich positiv war. Wenn einer andere Techniken hat, okay, soll andere an den Tag legen. Also für mich war das nicht so sehr ein politischer Ausdruck, sondern für mich war das mehr ein Ausdruck, ich identifiziere mich mit meinen türkischen Brüdern und Schwestern und nicht jetzt mit allen möglichen politischen Dingen, die dort abgegangen sind. Ich fand, das war auch so ein bisschen auch entlastend für mich selber, vor dem Spiel noch mal ein bisschen musikalisch tätig zu sein. Aber ich kann mich an diese Auseinandersetzung sehr gut erinnern. Aber Mesut Özil war eben in einer Situation, egal was er gemacht hat, dass wurde auf die Goldwaage gelegt und wurde zerrissen. Und Mesut hat aus meiner Sicht heraus ja auch nichts dazu beigetragen, um diese Kritiken irgendwie ja, zumindest zu beruhigen. Also das hätte man sicherlich auch alles etwas kollegialer, etwas friedlicher handhaben können, und es muss nicht in diese extremen Angriffe münden, die nachher eben auch zu dem Rücktritt von Mesut geführt haben, mit Begründungen, die sicherlich auch mehr aus einer Frustsituation heraus getätigt worden sind, denn aus Überzeugung, denn Mesut Özil war eigentlich der Ausdruck gelungener Integration. Und insofern habe ich es bedauert, diese ganzen Entwicklungen, die sich da dann ergeben haben. Nun gab es ja auch in Ihrer Laufbahn als Trainer ein nicht so schönes Ereignis, und zwar Ihre Kokainaffäre, die auch dafür gesorgt hat, dass Sie nicht als Bundestrainer antreten konnten. Wie sehr hängt Ihnen dieses Ereignis heute noch nach? Das hängt mir jetzt nach, weil Sie es ansprechen. Wenn Sie es nicht ansprechen, ja, hängt es mir nicht nach. Klar. Also insofern bin ich immer wieder dann auch auf den Journalisten angewiesen, der dieses Thema aufgreift und der sagt, nein, Christoph Daum ist weit mehr als diese 2000er Atmos-Affäre. Und okay, wenn ich nicht darauf jetzt antworte, könnte so interpretiert werden, der verniedlicht das, der will das nicht wahrhaben, der hat nichts daraus gelernt. Wenn ich darauf eingehe, wird die Sache natürlich wieder präsent und wieder, siehst du, was das für ein Typ war. So, also ich kann nur dazu sagen, es gibt im Leben Situationen, wo man eben den Überblick verlieren kann, wo man
auch Fehler macht, sogar schwerwiegende Fehler, die sich auf das ganze weitere Leben auswirken können. Bei mir eben, dass ich nicht Nationaltrainer werden konnte, was ich sehr bedauere. Aber jeder Fehler ist auch ein Hinweis in deinem Leben. Jeder Fehler gibt dir die Möglichkeit, daraus zu lernen, daran zu wachsen und diesen Fehler nicht zu wiederholen. Okay, diesen Prozess habe ich jetzt ganz einfach gesagt durchlaufen. Ich habe meine Eigenverantwortlichkeit mir bewusst gemacht. Ich habe nicht die Umstände irgendwo verantwortlich gemacht, sondern ja, ganz klar meine Eigenverantwortlichkeit mir aufgezeigt, dafür die Verantwortung übernommen, dann möglichst schnell aus der Opferrolle raus, wieder ins Handeln gekommen, wieder, wie ich gesagt habe, Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufgebaut. Ein sehr schwieriger Prozess, also es wird sehr schnell immer wieder gerne gesagt, ach, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber diese zweite Chance, die wird ja auch immer nur unter Vorbehalt gegeben. Und wenn es zu einer schwierigen Situation kommen sollte, so, ey, war da nicht mal was? Dann wird wieder darauf Rückgriff genommen. Bei mir eben so, wenn ich dann kritische Anmerkungen zu irgendwelchen Vorgängen gemacht habe, die einigen nicht geschmeckt haben, die normale Reaktion war, was hat er erzählt? Hat er da wieder was genommen, als er das erzählt hat? Es ging, man hat es ja so gar nicht mehr mit den Inhalten, mit den Argumenten auseinandergesetzt. Man hat einfach nur pauschal diffamiert. Insofern immer wieder dieser schöne Ausspruch, jeder hat eine zweite Chance verdient, wird dir jeder sagen, es ist so, wird auch jeder unterschreiben, nur es wird nicht so gelebt. Ja. Und dementsprechend kann ich nur sagen, liebend gerne hätte ich auf diese Affäre verzichtet, aber sie ist Bestandteil meines Lebens. Mein Leben ist nicht mit Bleistift geschrieben, den du wieder ausradieren kannst, sondern ist in Stein gemeißelt, gehört zu meiner Vita mit dazu. Und ich kann nur sagen, es muss ja so nach meinem Lebensmotto immer wieder gelingen, einmal mehr aufzustehen, als du hinfällst. Du musst gewisse Widerstandskräfte entwickeln. Man bezeichnet das in der Psychologie resilientes Verhalten. Ganz einfach ausgedrückt, du musst eben diese Kraft entwickeln, um wieder vom Boden auf die Füße zu kommen und weiterzulaufen. Das gelingt dir oft nicht alleine. Dann ist es sehr gut, dass du Unterstützung hast von der Familie, von engen Freunden, vielleicht auch von Fachleuten, denen du Vertrauen schenkst. Wichtig ist natürlich auch immer eine Vertrauensbasis. Sonst kann ja einer erzählen, was er will. Wenn du denen nicht vertraust, wird das nicht entsprechende Wirkung erzielen. Oder sogar, wenn alles nicht hilft, musst du vielleicht sogar therapeutische Hilfe mit in Anspruch nehmen, um eben solche einschneidenden Erlebnisse entsprechend einzuordnen. Und daraus gestärkt hervorzugehen. Man hat mich damals in der Situation mit der Aussage konfrontiert, na, jetzt geben Sie doch endlich mal zu, dass Sie gescheitert sind. Gescheitert. Ich habe mir überlegt, gescheitert? Nee, eigentlich bin ich wieder gescheiter geworden. Gescheiter heißt, ich habe dazugelernt. Ja. Ich will nicht sagen, dass diese ganzen Erfahrungen sehr schmerzhaft sind, sehr einschneidend sind und auch dazu führen, dass du in einer gewissen Art und Weise erstmal etwas zurückziehst, abkapselst. Aber wieder ins Handeln zu kommen, wieder mit einem gewissen Optimismus neue Ziele aufzubauen, kleinere Ziele vielleicht aufzubauen, Teilziele, an denen an der Verwirklichung zu arbeiten, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, die ich eigentlich allen nur zurufen kann. Ich habe es in einer extremen Situation am eigenen Leib erfahren, was es heißt, völlig
am Boden zu sein und von der Bildfläche weg zu sein und was es heißt, wieder zurückzukommen. Denn ich habe nach dieser 2000er Zeit meine erfolgreichste Trainerzeit gehabt. Die war also nicht vorher, sondern die war nachher. Finde ich sehr schön, was Sie gesagt haben. Ich weiß nicht, ob Hüder noch irgendwas hatte. Ansonsten würde ich noch auf ein paar Fragen von unseren Zuschauern oder dass Sie da darauf eingehen können. Die erste wäre, wer hat Ihnen damals dazu geraten, auf der Pressekonferenz zu lügen? Das ist natürlich wieder eine selbe Frage, die geht wieder in das Kapitel, aber auch das werde ich gerne beantworten. Also erstens, ich muss etwas weiter ausholen. Erstens hatte ich natürlich kein absolut reines Gewissen, aber diese ganzen Gerüchte, die es immer gab, die ja immer massiver wurden, die hätte ich natürlich mit dieser Haaranalyse ein für alle Mal erledigen können. Darum habe ich eine anonyme Haaranalyse gemacht. Das Ergebnis war negativ, es war nichts nachzuweisen. Und darum habe ich mich dann auch auf diese Haaranalyse und die damit in Verbindung stehende Pressekonferenz eingelassen. In der Tat hatte ich eine andere Wortwahl. Diese Wortwahl, die dort auf dieser Pressekonferenz mit einem absolut reinen Gewissen von mir geäußert worden ist, dafür übernehme ich auch die Verantwortung, weil diese Worte aus meinem Mund gekommen sind, aber vorgeschrieben hatte ich sie nicht. Und die gehörten auch nicht zu meinem Sprachduktus, weil ich in der Tat ja auch kein absolut reines Gewissen hatte. Ich hatte nur gedacht, mir kann nichts passieren, darum kann ich mich dann dieser Wortwahl, die eben von Medienexperten, die dann bei solchen Erklärungen, die ich unterstützen, wie kann man das am deutlichsten, am prägnantesten formulieren. Ich habe mich auch daran gestoßen, aber ich habe es dann unbedacht geäußert, weil ich aus meiner Sicht nichts zu befürchten hatte. Und darum habe ich eben auch nicht sofort die Wahrheit auf den Tisch gebracht. Nur ich muss auch sagen, hätte ich damals sofort die Wahrheit auf den Tisch gebracht, es hätte sich nichts an den ganzen Abläufen verändert. Es wäre genauso katastrophal für mich abgelaufen, wie es auch jetzt abgelaufen ist. Eben das Einzige, was man mir nicht hätte vorwerfen können, dass ich nicht sofort die Wahrheit erzählt habe. Das ist richtig. Den Vorwurf, den muss ich mir gefallen lassen. Aber ansonsten hätte, wenn ich sofort reinen Tisch gemacht hätte, das nichts an der Situation verändert. Uli Hoeneß war ja auch maßgeblich beteiligt oder zum Teil mit beteiligt. Wie ist Ihr Verhältnis heute zu Uli Hoeneß? Das ist respektvoll, das Verhältnis zu Uli Hoeneß. Wir haben mehrere Begegnungen gehabt. Wir haben lange miteinander telefoniert. Und auch in diesem Buch Am Limit habe ich die Passagen, in denen auch Auseinandersetzungen mit Uli Hoeneß vorkommen, Uli Hoeneß zugeschickt, der darüber schauen konnte, damit meine Wahrnehmung nicht eine völlig konträre ist zu dem, was Uli Hoeneß wahrgenommen hat. Also ich würde sagen, wir haben heute einen sehr respektvollen Umgang miteinander und trotz aller Auseinandersetzung hatte ich immer eine entsprechende Wertschätzung gegenüber Uli Hoeneß aufgebracht, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht so glaubt. Da wollte ich direkt einhaken. Ich finde das total spannend. Ich glaube, Sie waren der letzte Trainer, der sich, glaube ich, noch getraut hat, gegen die Bayern auch öffentlich anzukämpfen damals. Also rund um die Meisterschaft, da gab es ja ein, zwei spannende Momente. Sehen Sie da noch würdige Gegner gegenüber von Bayern oder glauben Sie, da hat jetzt der deutsche Fußball aufgegeben und denkt sich, okay, Bayern wird Erster, Dortmund wird Zweiter? Naja, die ganzen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich natürlich extremst verändert. Zwar hatte damals auch Bayern München schon einen wirtschaftlichen Vorteil, in erster Linie natürlich mit diesem Olympiastadion, was natürlich eine Einnahmequelle war, die in dieser Form weniger Vereine hatten. Und dadurch konnten sie sich natürlich auch viel, viel mehr leisten und sie hatten natürlich auch Sponsoren, die andere Gelder bezahlt haben als bei den anderen Vereinen. Sie hatten immer schon einen gewissen wirtschaftlichen Vorsprung, den sie sich erarbeitet haben
den sie nicht geschenkt bekommen haben, mit Ausnahme des Olympiastadions. Das haben sie ja mehr oder weniger geschenkt bekommen. War auch wichtig für die Entwicklung von Bayern München in den 70er und Anfang der 80er Jahre. Heute ist natürlich eine viel größere Kluft, wenn du dir mal so ein Etat anschaust von Bayern München, der liegt bei 900 Millionen. Schau dir dann so ein Etat an von Freiburg, Mainz, der liegt vielleicht bei 50 Millionen oder beim Mittelfeldverein von 100, 150 Millionen, vielleicht 200 Millionen. Und die Möglichkeiten, die Bayern München hat, rein wirtschaftlich gesehen, die sind natürlich so exorbitant, dass es natürlich auch zu solchen Situationen kommt, dass diese Vereine, außer Bayern München, immer abgebende Vereine sind. Das heißt, sobald Dortmund oder Gladbach oder ein anderer Konkurrent sehr gute Spieler hat, die werden weggekauft. Entweder direkt von Bayern München oder von anderen europäischen Vereinen. Da gibt es eigentlich im deutschen Fußball nur einen Verein, der eine Ausnahmeposition hat, das ist Bayern München. Das ist kein abgebender Verein. Alle anderen Vereine sind abgebende Vereine. Insofern ist das für die Verfolger natürlich sehr, sehr schwierig, auch in diese Führungsposition mit vorzustoßen, um eben dann auch sagen zu können, ey, wir können uns auch jeden Spieler leisten, den wir wollen. Wir können uns jedes Gehalt leisten, was wir uns vorstellen. Und wenn dann eben andere europäische Großvereine kommen, sagen, nein, wir geben nicht ab. Die Position, die hat eigentlich nur Bayern München. Insofern haben sie da sich eine ganz tolle Ausgangsposition erarbeitet. Wie gesagt, nochmal Arbeit. Die hat Bayern München nicht geschenkt bekommen. Und ich blicke auch mit einer gewissen Anerkennung auf die dort geleistete Arbeit, auf diese Situation. Aber in der Tat, es ist sehr, sehr schwierig, Bayern München Paroli zu bieten. Das müsste dann schon auf Jahre hinaus zu einer Wachablösung kommen, dass sich auch dort die Gewichte etwas verschieben oder ausbalancieren, was im Augenblick nicht der Fall ist. Das heißt also im Augenblick eine ziemlich einseitige Sache noch, was die deutsche Meisterschaft anbelangt, und eigentlich kann sich Bayern München nur selber schlagen, indem sie wirklich nachlässig werden, Erfolgsfaktoren vernachlässigen, und das kann ich nie erkennen, bei dem Personal, was sie auf und um den Platz herum haben. Also richtig, ich habe Bayern München den Federhandschuh hingeworfen, aber damals waren die wirtschaftlichen Unterschiede nicht so extrem wie heute. Wir hatten wirklich eine realistische Chance, dort den Bayern Paroli zu bieten. Ist heute für viele Vereine einfach nicht mehr möglich. Darum werden ja auch zurückhaltendere Worte gewählt, dass man eben nur sagt, im Spitzenbereich mitspielen oder einen internationalen Startplatz erreichen und nicht, wir wollen Meister werden, weil ja, die Wahrscheinlichkeit, es gibt ja jetzt hier immer hier diesen Quotienten, den ich auch ein bisschen lustig finde, Expected Goals, also wie prozentual, wie hoch war die Chance, um aus dieser Situation ein Tor zu erzielen. Und wenn man das Expected Meisterschaftschance runterrechnen auf die anderen Vereine, dann wird die wahrscheinlich immer im Bereich von maximal 20% liegen, und 80% wirst du wahrscheinlich nicht erreichen. Und warum soll ich mich dann in diese Situation reinbegeben, Kritik einzustecken, indem ich vorher gesagt habe, wir wollen Meister werden, dann bist du es nicht geworden, und dann wirst du auf einmal von den Medien dermaßen weggenagelt, groß angekündigt, große Worte, aber erreicht habt das nicht. Du bist dann gleich Verlierer. Ich sage mal so, wenn in dieser Saison Bayer Leverkusen Zweiter werden sollte,
ist eine gigantische Leistung. Aber es wird wieder einige geben, die dann sagen, jetzt geht es ja schon wieder, erster Bayern-Verfolger, sind nicht Meister geworden. Und wenn die dann mit einem gigantischen Ergebnis von einem zweiten Platz diese Saison abschneiden, wird es sagen, ja, aber sie sind nicht Meister geworden. Und darum wird auch Leverkusen nicht davon sprechen, öffentlich, wir wollen Meister werden. Warum? Weil du wirst dann gleich weggenagelt. Ich habe es etwas anders gemacht. Mich hat es nicht interessiert, ob ich weggenagelt werde oder nicht. Ich habe voll zu meinen Zielen gestanden und wenn ich sie nicht erreicht habe, okay, versuche es nächstes Jahr wieder. Natürlich kommst du in eine Situation rein, wo man sagt, ja, Großmaul, Sprüche, Klopfe und dergleichen. So what? Hat mich nicht interessiert. Ich bin immer wieder mit diesen Ansprüchen angetreten und wenn man eben aus Ansprüchen dann nur die Sprüche macht, okay, soll es machen, hat mich auch nicht interessiert. Ich wollte immer das, ich habe immer das Optimum angestrebt, um dann das Maximum zu erreichen. Und das war oft leider nur der zweite Platz, aber war trotzdem klasse, muss ich sagen. Ihr Sohn ist ja auch Trainer. Wie oft fragt er Sie nach einem Rat? Na, er ist ein solcher Fachmann, dass er mich nicht um irgendeinen Rat für eine Spielanalyse, für eine Gegnervorbereitung, für eine Ausrichtung, um eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit zu haben, auf meinen Rat zurückgreift. Er bezieht mich mit ein, wenn er neue Analyse-Tools mit einsetzt, worauf ich achten würde. Und wenn es ihn weiterbringt, was ich dann sage, dann lässt er das eben in seine Arbeit mit einfließen. Ansonsten muss ich sagen, ist er einer der angesehensten Experten im Bereich der Bundesliga und viele Vereine würden Marcel Daum gerne in ihrem Verein haben und das drückt eben auch eine Wertschätzung aus gegenüber seiner Kompetenz, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Wenn man sich ja jetzt Ihre Karriere anguckt, ich muss echt sagen, ich bewundere das wirklich, wenn man sieht, dass Sie bei Köln oder Stuttgart dann dorthin als Trainer gekommen sind und oft dann im Abstieg waren, aber es dann geschafft haben, entweder im gleichen Jahr oder ein Jahr später auf die internationalen Plätze zu kommen oder halt auch mit Stuttgart dann die Meisterschaft zu holen. Was war Ihr Erfolgsrezept in dem Moment? Also ein Rezept gibt es ja nicht. Wenn es das gäbe, würde ich es erstens nicht verraten, weil das wäre ja so, wie wenn ich die Mixtur von Coca-Cola oder von irgendjemand anders in der Tasche hätte. Ist eben so, dass ich der Überzeugung bin, dass es gewisse Faktoren gibt, die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Ich kann den Erfolg nicht garantieren, ich kann den Erfolg aber vorbereiten. Dann werde ich von angehenden Trainern immer wieder befragt, ja, wie hoch schätzen denn ist der Anteil der Erfolgsvorbereiter? Dann sage ich immer, maximal, wenn alles sehr gut läuft, 80%. 20% ist immer außerhalb deines Kontrolleinflussbereiches, wo du dann eben auch den sogenannten Glückszufallsquotienten mitbrauchst, der dann sich eben auch für dich positiv mit auswirkt. Aber es gibt eben schon Erfolgsfaktoren, wie zum Beispiel, dass ich ganz simpel ausgedrückt mit einer Stimme spreche. Dass ich also dort mit allen Beteiligten Konsens erziele, wer in welcher Form, in welchem Kreis welche Äußerungen macht. Um dann wirklich dieses Wir treten geschlossen auf mit einer, wir sprechen mit einer Stimme auch nach außen hin und nach innen gegenüber der Mannschaft zu dokumentieren. Zweitens, welche Bedeutung eben auch dieser Teamgeist hat. Ich sage immer wieder, mentales Training ist genauso wichtig wie physisches Training, also Konditionstraining, wie taktisches Training, wie irgendwie
intellektuelles Fußballtraining, sage ich mal, was mit Spielanalysen zu tun hat, mit Gegneranalysen, mit Analyse des eigenen Spiels, also dieses ganze fachliche Feedback. Dann gibt es noch einen ganz anderen wichtigen Bereich, den nenne ich mentales Training, dass ich mir eben auch meine Eigenverantwortlichkeit bewusst werden muss, die ich innerhalb einer Mannschaft habe, dass ich es lerne, was für eine ungeheure Kraft in einer Mannschaft liegt, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang und in dieselbe Richtung zielen. Was es eben heißt, auch nicht nur miteinander, was für mich selbstverständlich ist, dass man miteinander auf dem Feld spielt, dass man auch füreinander spielt. Das heißt, dass man gegenseitig sich hilft, unterstützt, sich gegenseitig stärkt, pusht, meinetwegen auch kritisch sich, aber kritisch wertschätzend, kritisch konstruktiv begegnet im Sinne des Mannschaftserfolgs und nicht im Sinne, was habt ihr zu tun, damit ich besser aussehe, sondern was haben wir zu tun, damit wir als Mannschaft erfolgreicher auftreten und spielen. Das heißt, dieser ganze mentale Bereich war für mich sehr, sehr wichtig. Und eine Mannschaft, die dann in einer schwierigen Situation war, vielleicht auch eine Phase der Erfolglosigkeit hinter sich gebracht hat, diesen Spielern als Individuen wieder Selbstvertrauen zu geben, der ganzen Gruppe wieder ein Wir-Gefühl zu geben. Das war für mich genauso wichtig wie eine taktische neue Formation mit der Mannschaft zu erarbeiten. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man auch möglichst alle mitnimmt. Ja, das heißt also nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Mitarbeiter, sondern auch das Drumherum, um da eben wirklich eine Einheit zu formen. Und das ist mir auch mit meinen Mitarbeitern, ich bin natürlich auch immer wieder von einem Mitarbeiterteam abhängig, von Spielern abhängig. Ich habe das Glück gehabt, großartige Spieler begleiten zu dürfen, großartige Mitarbeiter an meiner Seite zu haben. Und dann, wenn der Erfolg sich eingestellt hat, dann ist das so ein Potenzierungseffekt, der dann die Mannschaft wieder in ganz neue Erfolgsbereiche trägt. Du musst versuchen, so eine Art Flow herzustellen, wo du dich gewertschätzt und geliebt fühlst. Also meine Aufgabe ist es, trotz allem Feedback, Kritik, Verbesserungen, was wir alles gesagt haben, auch den Spielern eine Wertschätzung und eine Liebe gegenüber aufzubringen, denn das geht bei uns manchmal knallhart zu und das kannst du eigentlich alles nur dann auch mittragen, wenn du eine Vertrauensbasis aufgebaut hast zu Spielern und Mitarbeitern, die eben dann auch in Konfliktsituationen so stabil ist, dass du immer wieder da als Sieger hervorgehen kannst. Ja, ich würde jetzt einfach nur noch mal zu Entweder-Oder-Fragen kommen. Also müssen Sie einfach nur einmal kurz sagen, auf welcher Seite Sie da eher sind. Dortmund oder Bayern München? Borussia Dortmund. Trainer auf Schalke oder Trainer bei dem BVB? Im Augenblick lieber bei Schalke. Die brauchen mich dringend. Ja, und als letztes Fenerbahce oder Beşiktaş? Da ich nicht beide gleichzeitig trainieren kann, würde ich sagen, Hinserie Fenner, Rückserie Beşiktaş. Gut, zuletzt hätte ich nochmal eine persönliche Frage. Wird der FC Schalke den Klassenerhalt schaffen? Also im Augenblick sieht es nicht danach aus. Wir können es uns aber eigentlich gar nicht vorstellen, dass diese Mannschaft mit dieser individuellen Qualität absteigen sollte. Aber im Augenblick, wenn man mich fragt, würde ich sagen, für Schalke wäre das Erreichen eines Relegationsplatzes so, als würden sie Meister werden. Ja, das stimmt.
Sieht aber auch nach einer Aufgabe für Sie eigentlich. Nein, da wird sich nichts tun. Der Manuel Baum wird dort bleiben und auch Jochen Schneider wird dort nicht jetzt einen Wechsel vornehmen, weil er selber weiß, nimmt den Wechsel vor und der greift nicht, ist er auch selber weg. Ja. Also insofern, es wird sich da erstmal nichts tun, habe ich auch nichts gegen. Und ich wünsche eigentlich diesen dort jetzt beteiligten Personen den größtmöglichen Erfolg, um eben die Wende zu schaffen, um den Klassenerhalt zu sichern. Herr Daum, vielen, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns beide genommen haben. Das bedeutet uns wirklich sehr viel, ist auch eine Chance für uns als Salon 5 größer zu werden. Und hier von uns auch nochmal die wärmste Empfehlung. Schaut oder liest euch die Biografie von Herrn Daum durch. Immer am Limit. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann ladet unsere Salon 5 App herunter und abonniert uns auf YouTube und Instagram unter Salon5_. Wir sind die Jugendredaktion vom Recherchenetzwerk Korrektiv und wir produzieren für euch ein 24-Stunden-Webradio von und für Jugendliche. Schaltet ein!